Ich habe gerade so geil gegessen. Oh, das glaubt ihr nicht. Ihr müsst euch mal wirklich überlegen, was war das Geilste, was ihr je gegessen habt. Also bei mir gab es gerade gebratene Gans oder gebackene Gans oder so. Und oh, es war so geil. Es war so unglaublich lecker. Was auch irgendwie witzig ist, dass meine alten Videos, beziehungsweise meine Videos so vor ein paar Monaten, bestanden echt nur daraus, dass ich irgendwie über Essen geredet habe. Und das wurde dann auch ein bisschen zu so einem Insider. Auf jeden Fall schreibt mir mal in die Kommentare, was das Leckerste war, was ihr je gegessen habt. Würde mich sogar echt mal interessieren. Naja, ist euch aufgefallen, dass als ihr jünger wart, also vor irgendwie 10 Jahren oder so, da hat man wirklich mit jeder Scheiße rumgespielt. Also in der Schule gab es irgendwie einen Bleistift oder ein Pferd. Also mir hat es schon irgendwie gereicht, dass ich ein kleines Lego-Männchen bei mir hatte. Und ich konnte mich damit den ganzen Tag beschäftigen. Und ich meine, was ist heute? Heute spiele ich Fallout 4, laufe durch eine riesengroße postapokalyptische Welt und denke mir so nach 4 Stunden so, ja, ist ganz cool. Naja, was ich damit sagen will, irgendwie finde ich schade, dass ich meine Zeit nicht mehr mit irgendwie einem Flubby vertreiben kann. Oder keine Ahnung, dass ich irgendwie mit einem Lego-Männchen rumspielen kann und so tun kann, als wäre das irgendwie ein Superheld. Aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen komisch, wenn irgendwelche Bankangestellten in der Cafeteria sitzen. Ja, das wär, glaube ich, doch ein bisschen komisch. Aber ich bin tatsächlich so ein kleiner Spätsünder. Ich habe noch, als ich so 14 war, hatte ich so ein kleines Lego-Motorrad. Das habe ich manchmal in die Schule mitgenommen und bin damit auf dem Tisch rumgefahren. Oder zum Beispiel sowas wie Pen-Spinning. Kennt ihr das? Wenn ihr so einen Stift um eure Hand rumdreht und euch dabei vorkommt wie irgendwie der coolste Typ der Welt. Naja, aber als ich zum Beispiel ein Kind war oder relativ klein war, habe ich zum Beispiel meine Zeit damit vertrieben, dass ich Bleistifte in ein Glas gemahlen habe. Und ja, das war's. Ich habe wirklich einfach, ich saß dann da mit meinem kleinen Spitzer und meinen Buntstiften und habe die ganze Zeit Spitzmehl gemahlen und in so eine Dose getan. Was auch noch ein Hobby von mir war, ich habe mit der Kaffeemühle von meiner Mutter, also das ist so eine ganz alte, herkömmliche Kaffeemühle, womit man mit der Hand malt. Und mit der habe ich Correga-Tabs gemahlen. Oder halt generell so Gebissreiniger habe ich damit gemahlen und in eine Dose getan. Ich glaube, die Dose habe ich noch irgendwo. Naja, was ich auch richtig gerne gemacht habe, ich habe immer gesammelt. Ich hatte Briefmarken, ich hatte Beyblades, ich hatte Yu-Gi-Oh! Karten. Hauptsache irgendwie viel davon oder so eine gewisse Masse. Naja, ich war schon echt ein merkwürdiges Kind. Ich habe zum Beispiel auch super gerne irgendwelche Schnüre im Haus verteilt. Ich habe dann einfach eine ganz lange Schnur genommen, habe die dann überall so drumrum gefädelt und dann habe ich ein riesengroßes Spinnnetz gebaut. Nebelnick riecht nach Julienkos Wichse. Ja, auf jeden Fall hat mein Vater damals so eine kleine Kamera gehabt. Der Skin ist nice. Auf jeden Fall hatte mein Vater damals so eine kleine Kamera, irgendwie 2003, und hat eigentlich alles gefilmt, was ich gemacht habe. Wenn ihr Lust habt, könnte ich euch das mal zeigen oder so ein paar kleine Kindheitsaufnahmen, weil wir wollten eh die Kindheitsfilmchen mal digitalisieren und ja, gibt zum Beispiel ein Video, wo ich einen Salatkopf habe und den ganzen Salat auf dem Küchenboden verteile. Ich bin auch zum Beispiel super gerne mit meinem Opa auf den Schrottplatz gegangen und habe irgendwelchen Schrott gesammelt. Und ja, das war auch ziemlich gefährlich. Aber hey, ich hatte eine schöne Zeit. Ich bin mit meinem Roller durch die Stadt gefahren, bin Skateboard gefahren, bin Longboard gefahren. Tatsächlich, ich bin schon vor irgendwie 10 Jahren oder so. Nee, nicht, also nicht, ja, vor 5 Jahren habe ich schon angefangen, Longboard zu fahren. Bevor es cool war. Ja, und jetzt fahre ich es nicht mehr. Sterbt! Du wurdest von Nebelnee gekillt. GG. Mettwurst HD. Okay. Na, auf jeden Fall wusste ich echt als Kind, wie man sich irgendwie die Zeit vertreibt. Ich habe wirklich immer irgendwie einen Weg gefunden, um mich zu amüsieren. Kaufmannsladen gespielt. Ich habe sogar einmal irgendwelche Medikamente von meinen Eltern geklaut, die bei meinem Kaufmannsladen versteckt und habe dann versucht, denen das wieder zu verkaufen und habe dann nicht verstanden, warum die irgendwie ein bisschen sauer auf mich waren. Ja, ich war schon immer ein kleiner Geschäftsmann. Schreibt mir auf jeden Fall mal, was ihr so gemacht habt. Als ihr so 7, 8 oder so wart. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der irgendwie sowas gemacht hat wie Kerzenwachs in kaltes Wasser getropft und dann daraus irgendwie sowas gemacht hat. Also ja, schreibt mir alle, wie hobbylos ihr damals wart.